Abschied von Joystatics in seinem bayerischen Heimatort. Der Fitness-Influencer mit über 9 Millionen Followern war vor kurzem überraschend gestorben. 1993 kam er als Johannes Lindner in Cham in der Oberpfalz zur Welt. Genau dort gedachten seiner nun Freunde und Familie bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakob. Joe lebte zuletzt in Thailand. Ein Teil seiner Asche wurde dort verstreut, ein weiterer Teil wurde in Cham beigesetzt. Todesursache war laut Lindners Freundin ein Aneurysma. Auf der ganzen Welt trauern Fans um Joe. Und nun gab es auch den